Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute sehen wir mal zu, dass unser Zeltlager hier, unsere olle Hütte, mal so ein bisschen aufgepimpt wird. Es gibt die nächste Stufe, die ist wieder zur Verfügung. Und ich würde sagen, ran an die Questreihe. Wir rennen mal zum Questgeber und gucken, was wir machen müssen. Also, auf geht's. Die olle Hütte hier hat ja lange gute Dienste geleistet. Wir konnten einiges hier an Food und zwischendurch herstellen. Aber wir brauchen mal das nächst höhere Level davon. Und da wir ja auch schon vom Level fortgeschritten sind hier, ich bin mittlerweile 43, gucken wir mal eben hier unter K, kurz hier unten unter Stufenbelohnung. Und da sehen wir, im Bereich 40 wird dann freigeschaltet die nächste Quest für den nächsten Rang des Zeltlagers. Und da heißt die Quest Wolfsbeobachtung. Und die suchen wir uns jetzt mal. Ja, und wenn wir dann auf der Map schauen, werden wir feststellen, hier unten in dem Bereich ist diese Quest eine von diesen... Da ist es schon, eine von diesen dreien ist es. Und zwar ist es ja auch hier nochmal ein bisschen einfacher. Man schaut einfach hier unten, ne, in diesen Gebieten. Unstete Küste und tiefe Schlucht. Also diese beiden Gebiete brauchen wir. Unstete Küste ist halt hier rechts außen. Und da rennen wir jetzt mal eben hin, holen uns die Quest ab. Und dann müssen wir höchstwahrscheinlich, ja, in die tiefe Schlucht. Rennen wir mal los. Und da kommen wir auch schon an, hier im Dorf an der unsteten Küste. Oh. Das ist aber ein Ding hier, total nebelig hier. Rennen wir mal eben durch. Ich glaube, wir mussten ganz oben in den Norden. Da ist es, Wolfsbeobachtung. Da gehen wir hin. Und da stehen sie auch schon alle rum. Und ganz gechillt. Mahlzeit, Alden. Ich habe zwar seit meiner Ankunft hier schon einiges an Magie und Wundern erlebt. Ja, wa? Aber so etwas noch... Macht ja nichts, Alden. Ich brauche einfach nur eine neue Hütte. Und die Verwandten. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Ist so. Ist so, wir brauchen die neue Hütte, uns bleibt nichts anderes übrig. So, jetzt haben wir hier die Aufgabe, gucken wir wieder hier unter Ziel, Wolfsbeobachtung und zack, wird es uns markiert. Wir zoomen ein wenig raus und es ist gar nicht so weit weg. Es ist gar nicht so weit weg, zumindest der erste Part, wenn da mehrere noch von kommen. Ja, es stehen ja zumindest zwei verschiedene Regionen mit drin. Also rennen wir erstmal quer über die Map. Nach oben durch, ja, durch die Area an dem Strand hier vorbei. Einfach nach oben an den Krokodilen vorbei. Und dann ab in die Wolfshöhle. Bis gleich. Also einfach ist es nicht, kann ich schon mal sagen. Viele 42er, 43er Mobs hier, die hier rumrennen. Alles voll Piraten. Man muss sich schon entweder ein bisschen durchkämpfen oder viel ausweichen. Ich versuche jetzt die weitesten Strecken einfach durchzurennen. Mache auch manchmal ein bisschen kleine Umwege. Hauptsache, ich komme jetzt an. Und wir kommen so langsam an hier. Hier ist auch schon der erste Wolf. Jawohl. Und hier heißt es jetzt an diesem Ort. Zoomen wir mal auch ein bisschen ran. Da haben wir es. Töte Reißzahn. Das klingt doch wieder nach einem gewaltig großen Wolf. Ich hoffe, den kriegen wir platt. Bisher sind es hier 41er Wölfe, das ist doch noch ganz angenehm. Die können wir dann auch gleich schön noch alle abkürschen dann. So. Und dann rennen wir mal los hier in Richtung der Höhle. Eigentlich eine ganz schicke Area hier. Ähnlich wie die Startregion. Aber natürlich alles deutlich höher vom Level. Sind die da schon zugange? Oh, kann ich einfach nur upgraben? Das wäre natürlich nice. Das ist er. Schön draufhauen. Das ist natürlich beinahe zu einfach. Töte ihn. Da ist er getötet. Und ich fange jetzt mal an zu Bergbauern, Alter.
kein Ninja-Loot nötig, möglich, aber wir können hier noch schön ein bisschen Kisten können wir mitnehmen. Salpeter ist hier noch drin, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da hinten war noch eine große Kiste. Alles schön mitnehmen. Ein paar Infos. Sehr gut, ey. Was haben wir hier drin? Nichts Besonderes. Alles klar. Und sogar Platin in den Ecken. So, dann haben wir hier alles. Das Platin können wir leider noch nicht abbauen. Und dann gucken wir mal eben auf die Map und auf die Quest. Ja, und wenn wir auf die Map schauen, sehen wir auch schon, wir haben hier tatsächlich die Aufgabe schon erledigt und wir reisen einfach mal wieder zurück zu der Position und gucken, was wir dann machen müssen, ob wir noch was machen müssen oder ob es sich damit schon erledigt hat. Und praktischerweise haben wir hier auch direkt in der Nähe noch einen Teleporter. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit latschen. Gucken wir uns das nochmal eben an auf der Map. Also hier oben war der Punkt, da müssen wir hin. Hier ist der Teleporter und da unten reisen wir jetzt hin. Und schon sind wir da. Gucken wir mal, wo der Questgeber ist. Da oben ist er. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich einmal am Rand entlang. Und dann geben wir die Aufgabe mal ab. Ich bin sehr gespannt. Hast du es getan? Ich hab's getan. Und hier haben wir auch schon die Belohnung. Das Zeltlager Rang 4. Sehr gut. Zack, erledigt. Und wenn wir jetzt mal hier draußen in der Wildnis sind, dann schauen wir uns das Ganze auch mal direkt wieder an. Zeltlager Rang 4. Hier ist alles blockiert. Da passt es hin. Und wir basteln es auf. Zack. Da ist es. Sehr, sehr geil, Alter. Nice. Richtig schönes kleines Zelt. Total bequem. Platz für zwei. Perfekt. So muss das sein. Ha, sehr schön. Wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.